Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Special-Folge aus der WoD-Beta. Und zwar werde ich jetzt in verschiedenen Folgen mal so ein bisschen die Gebiete näher bringen. Und heute starten wir hier auf Horde-Seite mit dem, was ist das, Frostfeuergrad. Genau. Wo befinden wir uns hier jetzt? In einem grünen Viereck. Das ist ungefähr der Ort, wo man auch starten wird. Das ist natürlich noch ein bisschen versetzt alles, da das Ganze noch nicht so ganz fertig ist. Aber ungefähr hier würde man starten, dann auch die ersten Quests machen. So ähnlich, ihr habt es ja in dem Let's Play schon gesehen, wie ihr am Anfang direkt die Garnison bekommt bei der Allianzseite. Und ähnlich ist es auch hier. Also man macht quasi so die ersten paar Schritte und startet dann quasi mit den Quests bei der Garnison außenrum quasi in diesem Gebiet. Gut, dass ich dich dabei habe. Du kennst dich ja hier schon ein kleines bisschen aus. Bisschen, weil ich habe ja eigentlich eher auf der Adi-Seite gerade gespielt, mich eben auch Boah, nicht zu sehr zu spoilern. Das sieht ja cool aus. Genau, normalerweise. Oh, guck, ein Lederlappen. Aber nicht motorisiert. Normalerweise würdet ihr eben von hier aus jetzt. Musst du jetzt hier bei allem schöne Sightseeing machen? Ja. Normalerweise wäre jetzt eben jetzt hier nicht die Garnison, sondern normalerweise würde man hier eben dann anfangen, seine Garnison zu bauen. Aber die hast du ja schon. Genau, die habe ich jetzt schon hier auf Level 3 aufgewertet, auf Stufe 3. Weil ich mal ein bisschen was austesten wollte. Wenn ihr euch das angucken wollt, wie die Garnison so ein bisschen aussehen, wenn ihr das näher sehen wollt, dann könnt ihr euch die Videos anschauen, die Fabi dazu gemacht hat. Der hat nämlich auch schon zwei Specials rausgebracht, einmal zur Allianz-Garnison und einmal zur Horde. So ein Navigationsgerät, wo muss ich jetzt lang? Warte mal kurz, schon mal links an dem Hügel runter. Genau, da kannst du mal so ein bisschen langer. Das ist ein bisschen sehr zerklüftet, das Gebiet. Also die Quests sind hier außen rum für die Garnison. Und wenn du jetzt nach rechts reitest, genau, dann quasi so, da geht es so ein bisschen weiter. Es ist nicht so ganz angenehm schlauchförmig wie bei der Allianz, sondern man hat halt sehr viel so zerklüftete kleine Mikrostützpunkte. Das ist ein bisschen schwieriger gemacht an manchen Stellen. Ja, jetzt kannst du dich entscheiden, ob du. Ich mache übrigens rechts extra für dich. Oh! Oh mein Gott! Oh, sie beißen sich aus! Dann siehst du da hinten die Eltern dann quasi. Ah, oh, die sehen sie ja süß. Das dachte ich mir auch, als ich hier lang geritten bin, dass sie schon gefallen wird. Ich muss gucken, kann ich die zähmen? Ich glaube nicht, dass du die zähmen kannst. Ich glaube, die größten, die Eltern hinten, da könntest du, glaube ich, zähmen. Nee, das geht nicht. Ach, schade. Quasi die da, denke ich mal, eher. Nicht zähmbar. Okay. Du wolltest auch eigentlich das Gebiet zeigen und nicht Frostwölfe zählen. Ja, das stimmt. Oh, die sind ja so süß. Entschuldigung, also wir... Das sind auch so der zweite Rare-Mob, den man so trifft hier. Das Schweinchen da, genau. Das dicke Stachelige, der Stachelschwein quasi. Hier ist dann auch so ein bisschen so die Selitiden. Sehen so ein bisschen aus wie die Kirai-Drohne. Genau, sind halt einfach ein bisschen stacheliger als die, die man gewohnt sind, ist. Willst du komplett die ganze Zeit ohne Interface rumreiten? Das naja, so sieht man mehr von der Map. Okay. Ich nehme mal an, hier geht's in die Zangamarschen. Also wie auch immer das Gebiet jetzt heißt. Aber genau, die. Das ist halt hier noch ein bisschen überflutet. Hier hast du dann etwas. Auch so die, teilweise noch so die ersten Quests, wo du dann noch ein bisschen was angeln musst und so. Ich reite jetzt, glaube ich, mal in die andere Richtung. Ja, hier geht es nicht mehr großartig genau, weiter. Genau, es ist für mich ein bisschen blöd, sich so um mich zu orientieren, wenn ich die Map nicht quasi da sehe. Du musst jetzt hier irgendwie nämlich rechts hoch irgendwo. Da. Nee, nicht da. Das ist da ein bisschen weiter vorne. Das ist genau, was ich gemeint habe. Also es ist ein bisschen schwierig, sich hier zurechtzufinden. Du wirst halt von den Missionen wahrscheinlich auch eher ein bisschen hin und her geflogen. Weil ich finde, es ist ein bisschen unübersichtlich. Also auch im Vergleich besonders ich zur Allianz. Ich glaube, da hinten geht es vielleicht hoch. Nee, es ist, wenn du geradeaus gehst, sondern glaube ich rechts. Ach so, okay. Ja gut, es ist ja auch so ein bisschen wie auf der Höllenfeuerhalbinsel. Gut, da fangen jetzt zwar Allianz und Horde an, wenn man dann in die Scherbenwelt rüber geht. Aber da ist es ja nur auch so, dass man ziemlich viel hin und her fliegt.
Genau, aber hier ist auch wirklich so, man merkt halt ganz klar dieses Thema, so Mischung aus kalt und warm eben überall. Man hat halt so eben diese Lavabecken und dazu eben auch nochmal diese ganzen eisigen Sachen. Das findest halt so Frostkreaturen und so Lavawesen. Eigentlich ganz cool. Boah, was ist denn das für ein Viech gewesen? Ja, da siehst du nämlich auch, hier sind überall nämlich diese Gronds, die halt überall gefangen genommen werden. Und gerade bei dem Großen fragt man sich tatsächlich so, ja, da sieht man nämlich hier so die einzelnen Finger alleine. Also was den hier erlegt hat, das möchte ich auch gerne sehen. Das will ich vielleicht gar nicht unbedingt gerne sehen. Ich gehe jetzt mal da hinten hin. Das sieht irgendwie cool aus, so dieser Berg, der wie so ein Krater, wie so ein Vulkankrater aussieht. Naja, es ist ein Vulkan. Aber seit wann ist ein Vulkan oben so zerklüftet und aufgebrochen? Naja, ein Vulkan ist ja jetzt nicht definiert an ist rund, sondern ist eigentlich nur offen und Lava kommt drauf. Ja, aber wie will denn so die Lava erkalten? Das ist unrealistisch, aber es sieht cool aus. Das ist kleinkariert. Das mag sein. Boah, hier die Lava, das sieht ja cool aus. Ich glaube, das wurde vor kurzem sogar nochmal geupdatet, wie die Lava aussieht. Wobei das hier ein bisschen unrealistisch ist. Warum? Weil sie einfach verschwindet. Ja, die fließt ja noch, aber sehr... Ich finde, es ist ein bisschen... Der Übergang ist ein bisschen... Naja, es sieht halt aus, als ob es da drunter fließen ja, würde. Ja, aber dann könnte es dann... Das ist trotzdem was, was ich meine. Das, oh, kann da irgendwie Lava reiten? Hast du keinen Schaden? Nö. Okay. Das ist ja, die, auch nicht. Das ist die gute Lava. Zum Grillen. Das ist das Grillgestein hier. Oh, was ist das hier? Was stehen hier für Echteisenvorkommen? Genau. Okay. Ist auch derzeit irgendwie mit das Einzige, was man braucht. Also ich habe jetzt mal geguckt, so ein bisschen bei den ganzen. Und Frostwurz. Sieht aus wie. Wie heißt das nochmal? Lichtblüten. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Frostlotus und sowas in der Art, genau. Also das ist eigentlich. Oh. Ah. Ja. Die gute Fake-Lava-Schicht. Da sind Mobs drin. Nee, doch nicht. Naja, doch, da laufen wir hier. Ich gehe da jetzt lieber mal nicht weiter rein, nicht, dass mir hier gleich alles abschmiert. Der ist ja cool. Was ist denn das? Das sind die kleinen von den Grons. Ein Gorengräber. Genau. Die hat man ja auch bei meinem einen Special von der Garnison. Da greifen eben die ganzen Goren eben an, mit am Ende auch einem großen Gron. Und interessant, dass die kleinen Gore heißen und... Oder Goren und die Großen heißen Gron. Ich glaube, ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig gesagt, weil das sind, wenn ich mich nicht ganz irre, heißen die so. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob die zusammen überhaupt verwandt sind. Weil die einen haben ja ein Auge, die anderen haben zwei. Aber die ziehen sich auf jeden Fall anscheinend gegenseitig so ein bisschen an. Und wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ja, das ist ein bisschen tricky, das Gebiet. Es gibt ja auch irgendwo ja ein paar größere Ansammlungen von dem Frostwolf-Clan dann hier. Von dem Clan vom Papa vom Thrall. Ich glaube, da bist du sogar gerade. Genau, die Wolfswehr. Belagerungswerke der Eisernen Horde. Da sind dann quasi die Bösen. Weil die Eiserne Horde natürlich die... ihn nicht so freundlich gesinnten Clans angreift. Und der Papa von Thrall hat sich natürlich dagegen entschieden. Ui, ich glaub, wenn ich da ist auch wieder schaust, so ein Viech. Ich glaube, das ist sogar noch immer derselbe. Nee, das ist ein anderer. Okay. Ja, dann sind die vielleicht alle durch die Eiserne Horde besiegt worden, was natürlich krass wäre. So wie das hier aussieht, auf der Karte sehen wir übrigens nichts, außer grün. Da geht's in das Gebiet, was als einziges derzeit noch nicht fertig ist. Okay. Also, man startet ja, wenn man das gesehen hat, das Prä-Event quasi, startet man dort ja im Tanan-Dschungel, wenn man durchs Portal geht. Aber das ist quasi das Gebiet, wo es noch nichts drin gibt derzeit. Man wird auch noch nicht hingeführt, außer eben direkt in dem Prä-Event, aber das ist ja eher so ein geschifteter Bereich. Okay. Und es wird vermutlich vielleicht sogar der Endbereich sein, weil ja da der Kriegshunden-Clan sehr, sehr stark war. Auch die ganze Armee davon. Ich weiß gar nicht, was man da jetzt noch drin alles sehen kann.
Das schaue ich mir mal gerade an, aber wenn du sagst, hier kann man sowieso nicht so viel sehen. Also es gilt als noch nicht fertig von den Patch Notes her. Ich war jetzt selber noch nicht dort. Gibt's auch Oh, eine guck Quest? mal, das Durotan. Ja, du bist ja noch nicht ganz drin. Da vorne ist es ja erst. Das ist ja noch am Rand hier, bist du. Da ist wieder so ein großer. Ja. Genau, da geht dann quasi in den Tarnan-Dschungel. Gut, aber ich glaube, hier gibt es mittlerweile vielleicht doch schon ein bisschen mehr zu sehen. Auch wenn hier noch keine Quests reinführen. Und da ich nichts vorwegnehmen will, würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht das Gebiet hier mal in der nächsten Folge an. Wenn wir hier jetzt schon sowieso drin stehen, dann bietet sich das ja an. Okay. Also, bis dann. Tschüss.